muss ich lang? Also ich will nicht mehr. Bin ich eigentlich tot, wenn ich versteinert bin? Ist ja eigentlich ziemlich uncool. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich dieses Schwert geil finde? Also es ist sowas von abartig hier. Ring des bösen Auges. Absorbiert TP von gefallenen Gegnern. Die Legende besagt, dass dieser Ring den Geist des bösen Auges in sich trägt. Eine dunkle Bestie, die Artorias getötet hat. Die Stärke des bösen Auges lässt sich nicht erschüttern und TP wird von gefallenen Gegnern absorbiert. Joa, geil. Lege ich doch dann glatt mal an. Warum nicht? Diesen Lifestyle ist verkehrt. Aber wo muss ich lang? Boah, das gefällt mir gar nicht, Mann. Ich könnte zwar einen Heimkehrknochen benutzen, aber... Nö. Achso, da bin ich offensichtlich runtergefallen. Komm ich da eigentlich? Warte mal, ich kann noch springen. Meinte eigentlich, ich kann springen. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal jemand gesagt hat, aber ihr seid hässlich. Läuft. Mensch, ich kann. Okay, gut. Nehmen wir mit. Kann man immer gebrauchen, gerade ich. Will ich da lang? Ich weiß es nicht. Ich habe hier nicht wirklich viele andere Wege. Oh, das könnte schief gehen. Oh, es trifft trotzdem. Wolf. Ich weiß nicht, gibt es hier überhaupt Geheimgänge, die ich aufmachen kann? Ich weiß es nicht. Achso, jetzt bin ich da. Ich sag, ihr seid sowas von fucking hässlich, ey. Alter, ihr seid so hässlich, ey. Boah. Das ist sau widerlich, ey. Ohne Witze. Ich bin froh, wenn ich hier weg bin. Schau ich jetzt bitte wieder raus. Ich wollte hier eigentlich gar nicht hin. Was ist das? Was ist das? Bleib weg von mir. Was auch immer du bist. Waffe in Gefahr?
Wieso in Gefahr? Oh. Das ist schlecht. Achso, hier wäre ich jetzt, glaube ich, normal hingekommen, wenn ich runtergefallen wäre. Das ist eigentlich ziemlich scheiße, wenn die Waffe kaputt geht. Ich bin zu schwer. Okay. Ich muss halt jetzt auf andere Waffen zurückgreifen. Es ist sau eklig. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, ich will es auch ehrlich gesagt nicht wissen. Okay. Menschlichkeit. Mal kann ich nicht dann vielleicht den hier anlegen. Okay, geht. Achtung, Eidechse. Ich komme mir vor wie ein Assassin's Creed irgendwie, wo ich es nie gespielt habe. Todsünde. Nein. Schwäche Dickwanst. Alter, ihr könnt mir jetzt nicht noch einen Boss vor die Nase setzen, oder? Ich hätte gern ein Bonfeuer. Da ist 100 Pro hinter mir einer. Gut, dass ich ein paar Waffen gefunden habe. Das ist gerade ziemlich praktisch. Ich glaube, die helle Bade behalte ich auch, weil die ist ziemlich cool. Schwächeblitz. Brauchst Schweif. Oh Leute, kann jetzt nicht ein Boss sein, oder? Schwere Armbrust. Leute. Warum tut man mir das eigentlich an? Hier benutze ich eigentlich eine Armbrust. Also ich kann nicht mal damit ziehen. Wundervoll. Na gut. Bitte kein Bosskampf, Alter. Ich wollte hier gar nicht hin. Ich werde den Weg noch nie wieder finden.
Okay. Nee, ich glaube, dann werde ich zu schwer. Nicht ruckeln jetzt. Ey, nein, nicht jetzt ruckeln, bitte. Please not. Ey, Leute, ich wollte eine Aufnahmepause machen. Hieß es nicht, wenn man die Schwänze angreift, kriegt man was davon? Das ist gerade ziemlich uncool. Oh Gott, der macht die Säulen kaputt. You're sexy and you know it. Holy shit, ey. Ganz ruhig. Cool bleiben, mein Großer. Ich hoffe, ich muss nicht direkt die Schwanzspitze angreifen, weil... Achso, ich darf nicht unter ihm sein, weil er mich dann wahrscheinlich sehr schnell tötet. Hat das überhaupt gerade einen Sinn? Oh shit, meine Waffe ist ja auch fast kaputt, ne? Oder? 34, okay, das geht noch. Die hat ja eben ein bisschen über 35 gehabt. Oben. Also das Ziehen geht echt klamourös. Das gefällt mir gerade gar nicht. Das gefällt mir noch weniger. Alter, ich mache echt kaum Damage. Warum? Alter, zisch ab.
Das gefällt mir sowas von gar nicht. Vor allem, wie soll der funktionieren? Sorry, aber nee, geht so gar nicht. Weil ich weiß nicht, wie es geht und ich habe jetzt auch nicht Lust, die ganzen Seelen zu verlieren. Boah, ich komme gerade von so einem Pussy vor, ey. Oh, da habe ich aber kaum noch Seelen übrig. Erstmal das Schwert reparieren. Reicht's noch? Das reicht natürlich nicht. Wie soll denn der funktionieren? Ich weiß jetzt ungefähr, wo ich hin muss. Und jetzt sind die ganzen Gegner wieder da. Oh mein, die gingen ja eigentlich. Das ist eigentlich ziemlich scheiße. Es ist echt verdammt scheiße. Aber ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal hier Aufnahmepause. Und ich würde sagen, oh, die könnte ich auch mal reparieren. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich glaube, ich werde heute mal schauen, je nachdem. Ich hoffe, es hat euch so weit gefallen, weil es mir gerade irgendwie voll peinlich, dass ich da voll aus dem Kampf geflüchtet bin. Aber ich habe halt nicht wirklich die Möglichkeiten gehabt. Ich will nicht die ganze Menschlichkeit aufbrauchen. Dieser blöde, verfickte Magier oben geht mir auf die Nüsse. Und ich werde mir auf jeden Fall Pfeile zulegen, weil mit Bogen komme ich besser klar. Und dann mal gucken, vielleicht werde ich zuerst den Magier wegmachen oben, wenn es geht. Die Armbrust, wie soll das funktionieren? Habe ich nicht mal ausgerüstet. Da will ich jetzt mal gerade gucken. Also die habe ich schon gar nicht vorgelesen. Stimmt, unten Rüstung hatte ich noch. Hier die Standardsachen. Ein robuster Eisenhelm. Ein sehr häufig verwendetes Ausrüstungsteil, das für passablen Schutz sorgt. Es ist ratsam, sich mit einem robusten Kopfschutz gegen Pfeile und andere physischen Gefahren zu wappnen. War das die? Eine Rüstung aus dickem Leder. Sicher? Robuste Lederstulpen. Doch, das scheint es anscheinend zu sein. Eine Rüstung aus dickem Leder. Ein sehr häufig verwendetes Ausrüstungsteil, das für passablen Schutz sorgt. Ist besser. Ich bin fett. Ich bin wahnsinnig fett. Belastung 26 von 55. Wieso bin ich so fett? Kann ich den Standardhelm wenigstens anlassen? Ja. Nein. So, Armbrust vorlesen. Affentyp Armbrust, Angriffstyp keiner. Mächtige, große Armbrust. Im Gegensatz zu einem Bogen kann eine Armbrust einhändig bedient werden. Allerdings dauert der Ladevorgang länger. Zu benutzen Bolzen ausrüsten, drücke LTRT, um zwischen den Bolzenladen umzuschalten. Ja, das funktioniert aber nicht so wirklich, Leute. Ach so, funktioniert sie. Ich muss mit der Kamera umgucken. Gut, dass das da auch in der Beschreibung drin stand. Naja.
Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause und einen Ventilator. Deswegen, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.